Wir legen noch mal einen Zahn zu bis zum Auftritt des großen Elvis Cooney. Darauf werdet ihr abfahren. Wie geht's dir, Justin? Dein Gesichtsausdruck sagt mir, dass du immer noch Ärger mit den Hämorrhoiden hast. Der einzige Pickel an meinem Arsch bist du. Das Schiff sinkt. Die interessieren sich nicht für deine Online-Präsenz. Ich bin Radiomann, kein TikTok-Hansel. Elvis ist für euch da. On the line. Okay, wir haben Gary in der Leitung. Was willst du uns sagen, Gary? Oh, wir haben einen Stöhner. Wie geht's dir, Gary? Ich bin in deinem Haus. Gary, ich weiß nicht, ob das so eine Art Scherz sein soll. Das ist meine Knarre, die ich an die Schläfe deiner Tochter drücke. Ruf die Polizei. Also, was läuft hier? Bist du ein Fan der Sendung, der etwas Nervenkitzel braucht? Ich will dein Leben zerstören, so wie du meins zerstört hast. Allerdings wird die Polizei auf dich schießen, wenn du nicht kooperierst. Also, ich werde dich nicht anzeigen. Ich möchte nur, dass du meine Familie... Nein, du schmeißt mich nicht aus der Sendung. Angeblich habe ich einen Psychoknacks weg. So ein Quatsch. Bitte, lass meine Frau und meine Tochter gehen. Und dann können wir über alles reden. Das hier kann auch gut ausgehen. Ich will aber nicht, dass es gut ausgeht. Was ist denn? Die Polizei sagt, es ist niemand zu Hause. Deine Familie ist bei mir. Was bringe ich in Sicherheit? Sie wehrten sich und sie quiekten. Er will alles in die Luft jagen. Überall, wo es Türen gibt. Im Keller, in der Tiefgarage. Alles ist mit Sprengladungen verdrahtet. Er ist im Gebäude. Tja, wenn wir nicht sterben wollen, dann müssen wir kämpfen. Der Typ, der mit der Frau und dem kleinen Mädchen rumläuft. Spricht der Typ etwa gerade in eure Kopfhörer? Er hat uns die ganze Zeit beobachtet. Ihr habt eine Chance. Wenn ihr mich findet, werde ich das Gebäude nicht sprengen und töte nur Elvis. Lass meine Mädchen gehen, okay? Für dein verficktes Versteckspiel bin ich zu alt. Seine Augen. Echt, Mann, er ist total durchgeknallt. Gary, die Cops kommen jetzt rein. Ich flehe dich an. Bitte gib auf. Nehmen Sie die Waffe runter. Fassen Sie nicht diese Tür an. Ich glaube, ich krieg das nicht hin. Dieser verfluchte Hurensohn. Könnte ein cooler Film werden. Was hältst du davon? Du solltest es umschreiben.